Und hat er gepisst? Ja, hallo und herzlich willkommen zu Smart Heads Europe, deinem Kanal rund um die Themen Job, Geld, Leben, Business. Es hat sich wieder ein Bankenbeben angekündigt und zwar hat N26 217 Millionen Euro Verluste erwirtschaftet. Und nicht nur das, die Commerzbank will 340 Filialen schließen. Die Deutsche Bank schließt sich an mit 200 Filialen bis 2022. Da ist ein großer Druck im Kessel. Doch bevor ich wieder in das Video einsteige, möchte ich dich natürlich bitten, das Video zu liken, zu teilen und natürlich auch den Kanal zu abonnieren. Du solltest dir dieses Video unbedingt anschauen bis zum Ende, denn es geht nämlich um dein Bestes, nämlich dein Geld. Ja, schauen wir uns mal N26 an. N26 ist ja die einzige Fintech-Bank in Deutschland. Das ist schon traurig genug. Aber N26 hat natürlich auch in der Vergangenheit sehr, sehr viele Fehler gemacht. Die Fehler liegen zum einen darin, dass sie sehr, sehr stark expandiert haben. Sie sind in die USA gegangen. Sie waren auch kurze Zeit in Großbritannien tätig, haben sich letztes Jahr natürlich wieder aus dem Geschäft zurückgezogen. N26 hat es damit begründet, dass es der Brexit sei, warum man sich aus Großbritannien wieder verabschieden wolle. Ich denke, die Wahrheit liegt darin, dass natürlich in Großbritannien es sehr, sehr viele Fintech- und Direktbanken gibt, wie zum Beispiel Monzo, Starling, First Direct und natürlich auch Revolut. Und gerade hier will ich natürlich in diesem Video auch mal den Vergleich aufzeigen zwischen Revolut und N26. Und später gehe ich natürlich auch nochmal detailliert rein in die Filialbankenprobleme von Commerzbank und Deutsche Bank. Ja, wenn man sich N26 anschaut, ich habe es auch mal in UK getestet, dann ist natürlich der Negativpunkt gewesen, der große Kritikpunkt, dass man natürlich keinen Kundensupport am Telefon hat, sondern nur per Chatfunktion. Und das nervt mit der Zeit. Während andere Banken wie zum Beispiel Monzo oder First Direct natürlich auch einen telefonischen Kundenservice anbieten, bietet das N26 im Standard-Account nicht. Und das ist einfach ein großer Negativpunkt. Aber N26 will natürlich handeln. Was wollen sie denn jetzt machen, um, sage ich mal, besser dazustehen? Man möchte natürlich jetzt auch Kryptowährungen ins Portfolio holen und den Kunden es ermöglichen, mit Aktien zu handeln. Und wenn wir, woran erinnert uns das? Das erinnert uns natürlich an Revolut. Revolut bietet das schon lange an. Revolut bietet sogar Goldkäufe an für seine Kunden. Ich wäre ja bei solchen Sachen immer sehr vorsichtig, gerade auch was Revolut anbelangt. Ich habe zu Revolut umfangreiche Videos gemacht. Könnt ihr euch gerne mal in meinem Kanal anschauen. Aber man sieht natürlich schon, dass Revolut von N26 als sehr, sehr großer Konkurrent wahrgenommen wird. Und wir haben natürlich auch hier unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben natürlich uns mal die Zahlen angeschaut und da war es so, dass N26 in Deutschland 7 Millionen Kunden hat. Sie haben, jetzt muss ich mal kurz schauen, sie haben Erträge von 100 Millionen erwirtschaftet und haben einen Verlust von 217 Millionen eingefahren. Dagegen haben wir Revolut und Revolut hat 191 Millionen Erträge erwirtschaftet und hat einen Verlust von 124 Millionen lediglich zu verzeichnen. Und da sehen wir schon, dass es signifikant auseinanderklappt zwischen N26 und Revolut. Was kann N26 jetzt ändern? Nun, N26 kann eigentlich nicht mehr viel machen. Sie sind sehr stark gewachsen. Sie können nochmal ihr User-Interface bearbeiten. Sie sollten dringend auch im Basiskonto einen telefonischen Kundensupport anbieten. Das machen alle anderen Mitbewerber auch zum Teil. Ja, und viele Leute haben sich natürlich nur N26 geholt, weil es natürlich einer der ersten Anbieter in Deutschland war, der Apple Pay ermöglicht hat mit der Deutschen Bank. Und da haben sich viele Leute mal so ein Spaßkonto zugelegt, die wollten da so ein bisschen Apple Pay testen, aber dass man da sein Gehalt drauf überweist, das denke ich mal machen die wenigsten. Wer das als volles Gehaltskonto nutzt, der kann es auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, das würde mich mal interessieren, aber ich denke mal, dass die meisten immer noch bei ihrer Hausbank bleiben. Und Hausbank ist natürlich auch ein schönes Stichwort, weil jetzt das Filialnetz immer weiter ausgedünnt wird. Wir haben natürlich festgestellt, dass jetzt die Banken, auch die Großbanken, wie besonders die Commerzbank, immer mehr anfangen, jetzt digitaler zu werden. Das ist natürlich auch dringend wichtig und erforderlich, aber man hat diesen Trend verschlafen und die Commerzbank ist ein Kandidat, dem traue ich nicht mehr viel zu. Also da ist ja schon der Staat drin beteiligt, da wird wahrscheinlich der Staat noch mehr in die Bresche springen müssen, um die Bank stützen zu müssen. Aber ich sag mal so, die Commerzbank wird es nicht mehr schaffen. Man hat ja die Comdirect integriert, um diese Digitalisierungsmaßnahmen jetzt in die Commerzbank integrieren zu können. Und ich habe ja immer wieder gesagt, man hat was sehr Gutes genommen, weil ich fand die Comdirect eine sehr gute Direktbank und integriert sie mit einem mäßigen, durchschnittlichen Produkt. Das ist die Commerzbank. Was soll dabei rauskommen? Maximal ein befriedigendes
grundlegendes Produkt. Und so kann man natürlich sagen, dass das Filialnetz natürlich in Zeiten der Digitalisierung unnütz ist. Wofür geht man noch in die Filiale? Höchstens sich, um sich teure Finanzprodukte aufschwätzen zu lassen. Und auch eine Kontoeröffnung, die ist ja schon online per App möglich. Also es gibt eigentlich nur noch wenig Gründe, die für eine Filialbank sprechen. Siehst du das anders, dann kannst du mir das natürlich auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Ja, wir werden natürlich erleben, dass natürlich das die Spitze des Eisberges ist, der sich jetzt da auftut. Die Kreditausfälle werden auch noch kommen. Die Insolvenzantragspflicht ist mal wieder bis April ausgesetzt worden. Sie können sie auch gerne noch bis Oktober aufschieben und noch mehr aufschieben. Irgendwann kommt die Pleitewelle, irgendwann haben die Banken massive Kreditausfälle zu verzeichnen und werden in Straucheln bzw. auch ins Wanken geraten. Das heißt, entweder erfahren sie staatliche Stützung, wenn diese nicht erfolgt, dann wird es auch richtige Bankenpleiten geben. Und ich habe es immer wieder gesagt in meinem Video, reiche Leute haben ihr Konto nicht bei der Volksbank Niedertuttelbach, sondern die haben ihre Konten im Ausland, auch gerne mal gestreut. Und da haben viele Leute jetzt über die Jahre oder über die Monate gepennt. Die haben einfach weiter auf ihre Hausbank gesetzt. Schreib mir doch mal in die Kommentare rein, weißt du, wie viel Kontoführungsgebühren du zahlst? Weißt du, ab wann deine Bank Strafzinsen verlangt für Guthaben auf dem Konto? Das wissen doch, denke ich mal, die wenigsten. Das soll es an dieser Stelle auch schon gewesen sein. Bitte vergesst nicht, ein Like und ein Abo dazulassen für den Kanal. Das Video könnt ihr auch gerne teilen. Und wir sehen uns schon sehr bald wieder mit einem weiteren spannenden Video rund um den Themen Job, Geld, Leben, Business. Ich bin raus. Ciao, euer Alex.